Dann kommen wir zu einem weiteren Gurkenkandidaten, ein sehr guter Gurkenkandidat. Und jetzt muss ich mal gerade schauen, ist dieser Screenshot denn hier mit drin gelandet? Ich hoffe es, oder? Wartet mal kurz, Freunde. Das wäre natürlich gut. War das diese Ketzerkirche? Nein, es war eine davor. Ich habe ein Update für euch. Genau. So, in der Ketzerkirche 133 haben wir uns gemeinsam beschäftigt mit dem MDR-Investigativ-Beitrag Hass auf Facebook, wie Klimaaktivisten im Internet bedroht werden. Der eine oder andere wird sich vielleicht noch erinnern. Für die Leute, die den Originalbeitrag da nochmal sehen wollen, beziehungsweise unsere Reaction hier, gerne 133. Das ist die Ketzerkirche-Folge. Und zu diesem Fall gibt es ein Update. Ja, und ich möchte euch an der Stelle noch einmal einführen, worum ging es denn da? Ja, das war halt mal wieder so eine klassische öffentlich-rechtliche Dokumentation, ja, MDR-Investigativ, die ihren investigativen Auftrag unter anderem darin gesehen haben, persönlich bei Leuten aufzutauchen, wegen Kommentaren, die sie auf Facebook geschrieben haben zu sogenannten Klimaaktivisten. Ja, da sind natürlich auch ein paar, ja, durchaus geschmacklose Kommentare dabei, das muss man wirklich sagen. Da gehen manche Leute auch, ja, wirklich nicht nur ein bisschen zu weit, aber man holt sich da einen Herrn W. vor die Kamera, also nicht Herr Winkler, keine Sorge, Freunde, ja, und sie holen sich den vor die Kamera und nennen im Laufe des Beitrags ungefähr dreimal seinen Klarnamen, dazu seinen Wortlaut, also der wird verfälscht, das wollte ich damit sagen, ja, also man schnitt anscheinend auch manipulativ, was er gesagt hat, und das, was er überhaupt gesagt hatte auf Facebook, war ein Kommentar unter einem Klimalobbyisten. Ich weiß nicht, ob es ein grünes Parteimitglied war oder ob der in irgendeiner Umweltorganisation tätig war. Jedenfalls hat er darunter kommentiert, der Klimadiktator. Wegen so einem Kommentar taucht dann der Mitteldeutsche Rundfunk wie die Staatssicherheit bei dir zu Hause auf und will nochmal mit dir über diese Meinung sprechen. Das war das, was man in diesem Beitrag gemacht hat, und diese besagte Stelle, die möchte ich auch hier noch einmal, natürlich in zensierter Form, natürlich möchte ich jetzt hier den Namen von ihm jetzt nicht nochmal breitreten oder so. Ich habe das alles gepiept, genauso auch wie den Wohnort. Führt euch diese Stelle bitte noch einmal vor Augen. Macht euch noch einmal klar, was das eigentlich für eine schmutzige Aktion gewesen ist. Hier einmal Film ab. Mehr Glück haben wir bei einem anderen Mann, der direkt unter den Patronen seinen Kommentar abgegeben hat. Michael. Ja, und hier fängt übrigens schon der Schwachsinn an. Also da drüber seht ihr einen Kommentar, ein Bild mit Patronen, ja, und da steht dann Heckler und Koch geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Das kann man natürlich auch als Gewaltandrohung verstehen, als derjenige, der das dann in seinen Kommentaren sieht. Das kann man nachvollziehen. Es ist aber nicht der Typ, um den es hier gerade geht. Es geht um den, der laut ihnen darunter kommentiert hätte. Und da kriegt die Sache schon mal einen Knick, ja, weil tatsächlich bei Facebook, und das habe ich letztes Mal nicht erwähnt und das wusste ich letztes Mal auch nicht, ich habe das erst jetzt neulich erfahren, dass der Algorithmus entscheidet, welche Kommentare sichtbar sind. Was sie hier machen werden, ist, sie werden ihm einen Strick daraus drehen, dass sein Kommentar unter diesen Patronen zu lesen ist und er sich ja damit, ja, eine Art Kontaktschuld in Pixelform, ja, sich dieser beladen hat. Ja, also der findet das cool, selbst in so einer Kommentarsektion, direkt unter so einem Kommentar nochmal einen hinterherzusetzen. Ja, das werden sie ihm gleich zum Vorwurf machen, und Fakt ist, der wird das gar nicht gesehen haben. Ja, weil der Algorithmus dementsprechend wohl auch bei Facebook unter viel kommentierten Beiträgen die Kommentare eben auch selektiert anzeigt und in anderen Reihenfolgen, und das heißt, keiner weiß, ob er diesen Kommentar überhaupt gesehen hat. Und selbst wenn, es ist immer noch sein eigener Kommentar und immer noch keine Rechtfertigung dafür, dass die Öffentlich-Rechtlichen bei dir vorbeischauen. Was sie getan haben, ich drücke mal wieder auf Play. So wörtlich, der Klimadiktator, Ausrufezeichen. Gemeint ist damit offensichtlich Jürgen Resch. Hier soll Michael wohnen. Er hat seine Meinungsäußerung unter seinem Namen verfasst. Wir konfrontieren ihn auf der Straße mit seinem Verhalten. Sie haben es direkt unter den Patronen gesetzt. Allein schon das Wording, ne? Wir konfrontieren ihn auf der Straße mit seinem Verhalten. So richtig gesinnungsschnüfflerischer Stasi-Muff, den man da riecht, Alter. Das ist ja wirklich, also stellt euch das mal vor. Stellt euch mal vor, ihr schreibt als Klarnamen-Boomer auf Facebook einen Kommentar und dann stehen die da einfach bei euch vor der Tür. Die fahren zu dir hin, nennen dann in dem Beitrag mehrfach deinen Klarnamen, deinen Wohnort. Sie filmen ihm neben seinem Auto. Leute, die da ortskundig sind, werden vielleicht die Straße finden. Also, was der Öffentlich-Rechtliche hier macht, ist massiv übergriffig, und das kannst du auch nicht mehr mit irgendwelchen journalistischen Sorgfaltsstandards oder was auch immer, oder irgendwelchen Pressekodizes oder was auch immer rechtfertigen. Das hier ist übergriffig, von uns bezahlt. Hier kann ich mich nicht dran erinnern. Ich meine, wenn hier steht, geht ins Ohr, bleibt im Kopf, mit einer Patrone. War übrigens ein Schnitt. Ins Ohr, bleibt im Kopf, das ist doch Sarkasmus. Das ist doch nicht... Also ich finde, dass das eine
verbale Gewaltandrohung ist. Und nee, man könnte es. Wenn ich jetzt jemanden sage, den soll man erschießen oder sowas, ja? Oder sowas. Oder aufhängen oder solche Sachen sind ja schon gefallen in der Vergangenheit. Ja, auch ja? Auf diesen Seiten übrigens. Ja, und auch an anderen Stellen. Das geht natürlich dann, das geht nicht. Aber das geht schon. Das ist ja nicht auf eine bestimmte Person bezogen. Michael erklärt uns, auf der Plattform könne er seinem Ärger Luft machen, manchmal seine Wut loswerden. Wut gegen die vielen Vorschriften und die allgemeine Gängelung in unserer Gesellschaft. Ja, wie wir es damals bei Apollo News erfahren hatten, werdet ihr auch in der Folge 133 auch dann dementsprechend nochmal mitbekommen, hat sich dieser Herr W. bzw. Apollo News mit Herrn W. oder wie auch immer, da ist eine Verbindung zustande gekommen, die haben dann miteinander gequatscht und da kam heraus, dass Herr W. berichtet, dass dieser Beitrag tatsächlich massiv zusammengekürzt hat, was er denn überhaupt dazu gesagt hat. Dass unter anderem hier vor allem auch der Eindruck zu entstehen scheint, er hätte dann diesen Kommentar hier irgendwie gut geheißen. Es ist wohl im Endeffekt ein Material von 15 bis 20 Minuten gewesen, was dort aufgezeichnet wurde. Zusammengekürzt, wie ihr gerade gesehen habt, in, ja, was war das, eine Minute 30 oder so. Also da wurde natürlich sehr, sehr viel weggeschnitten. Man hat diesen Mann in einer gewissen Art und Weise dargestellt und wir alle hier haben das natürlich schon damals für einen absoluten und auch übergriffigen Skandal durch den Öffentlich-Rechtlichen gehalten. Wann stehen die bei mir vor der Tür? Gott schütze uns, ja? Und jetzt tatsächlich sind wir an dem folgenden Punkt angekommen. Ein Win, ein Rare Win für den öffentlich-rechtlichen Konsumenten. Exklusiv Apollo News. MDR löscht Dokumentation nach Gerichtsanordnung. Unwahre, eher abträgliche Äußerung. Ja, meine lieben Freunde, also auf jeden Fall ein Erfolg auf jeden Fall hier gegen den Öffentlich-Rechtlichen. Der MDR lauerte Michael W. vor dessen Haustür auf und konfrontierte ihn mit einem kritischen Kommentar zu einem Klimalobbyisten. Dabei wurde er völlig irrtümlicherweise mit Gewaltforderungen in Verbindung gebracht. Der MDR musste nun das Video auf YouTube löschen. Ein Gericht hatte eine einstweilige Verfügung erlassen. Geile Nummer. Ja, im September berichtete Apollo News, das schreiben sie hier, das habe ich euch alles eigentlich gerade schon dementsprechend erklärt. Und wir lesen weiter. Da sein Kommentar unter anderem unter einem anderen Post angezeigt wurde, den der MDR als Morddrohung interpretierte, warf der Reporter Michael W. vor, mit diesem Kommentar in Verbindung zu stehen. Allerdings war das reiner Zufall. Die beiden Kommentare bezogen sich nicht aufeinander. Dennoch konnten tausende Menschen in einer Dokumentation verfolgen, wie Michael W., vom MDR mit Klarnamen genannt, habe ich ja jetzt auch nochmal rausgepiept, in das Licht einer Gewaltverherrlichers gerückt wurde, so steht es dort, das müssen wir noch korrigieren dort. Aussagen von W. vor der Kamera wurden aus dem Zusammenhang gerissen. Nach dem Bericht von Apollo News war W. gegen die Dokumentation rechtlich vorgegangen. Dabei wurde er durch den Berliner Medienanwalt Walter Wegner vertreten. Und jetzt hat das Landgericht Berlin II hat nun zu seinen Gunsten entschieden und am Freitag eine einstweilige Verfügung gegen den MDR erlassen. Mehrere Aussagen, die der MDR gegenüber W. verbreitet hatte, dürfen nicht mehr weiter gesendet werden. Ansonsten droht ein Ordnungsgeld von 250.000 Euro oder sogar Ordnungshaft. Der MDR muss die Kosten des Verfahrens tragen. Ja, was sich übrigens... der Verfahrenswert beläuft sich übrigens auf 6.666 Euro, haben sie eine schöne Summe sich rausgesucht. Ich möchte es mal kurz zusammenfassen. Also wir tragen die Kosten des Verfahrens, ne? Ist klar, ne? Weil der MDR lebt natürlich auch von unseren Gebührengeldern. Apollo News, das müsstet ihr vielleicht nochmal ergänzen. Die Entscheidung wurde aufgrund ihrer Dringlichkeit ohne mündliche Vereinbarung getroffen. Und, jetzt schaue ich mal gerade. Ah ja, hier. Es geht vor allem auch hierum. Mehrmals wird in der Dokumentation impliziert, dass W. seinen Kommentar unter ein bedrohliches Bild mit dem Titel »Geht ins Ohr, bleibt im Kopf, Heckler und Koch« in der Doku als Patronenbild bezeichnet, gesetzt habe. Doch das ist eine unwahre, eher abträgliche Äußerung, stellt nun das Gericht fest. Dadurch sei der Eindruck entstanden, W. würde das Patronenbild befürworten. Ja, so haben wir es auch gerade. Das wirkt ja wirklich so gerade, wie sie das da auch geschnitten haben. Die Reihenfolge, in der Kommentare unter einem Post auf Facebook angezeigt werden, wird bei jedem Nutzer individuell durch den Algorithmus bestimmt. Hier haben wir es auch nochmal. In welcher Reihenfolge die Kommentare bei dem MDR-Reporter angezeigt werden, kann W. damit offensichtlich nicht beeinflussen. W. bezog sich nicht auf den Patronenbild-Post. Mittlerweile ist dieser übrigens gelöscht worden. Wegen seines Klimadiktator-Kommentars haben sie ihm da dementsprechend aufgelauert und ihn am Auto da konfrontiert. Apollo News sprach mit Michael W., dass er vom MDR-Team nicht gefragt wurde, ob das Video mit ihm ausgestrahlt werden dürfte. Also sie haben es dann einfach gemacht. Seine Aussagen seien zusätzlich verzerrend zusammengeschnitten worden. Der MDR hatte sich in der Dokumentation mit vermeintlichen Hass gegen Klimaaktivisten beschäftigt. So, meine lieben Freunde, damit also definitiv unsere zweite Gurke
der beeindruckende öffentlich-rechtliche Rundfunk, der MDR, der jetzt schön eine Klatsche vor Gericht abbekommen hat. Durchaus verdient, und ich schiebe da Folgendes noch hinterher, meine lieben Freunde. Eine Studie, ja, wo wir schon über den Öffentlich-Rechtlichen reden. Meine lieben Freunde, mit Abstand stärkste Kraft, 41% der Journalisten stehen den Grünen nahe. Eine neue Studie der TU Dortmund zeigt die Parteipräferenz von Journalisten. Während die AfD von weniger als 1% befürwortet wird, unterstützen 64%, Leute, gebt euch das, 64% linke Parteien, mit 41% führen dabei die Grünen. Ja, und so sieht es dann wohl in der Studie selber aus. Ihr könnt es ja auch nochmal sehen, ja. 41%, oder ich lese jetzt nochmal die Frage vor, ja, die dort in der Studie gestellt wurde. Tatsächliche Parteineigung. Zitat: Viele Leute neigen längere Zeit einer bestimmten politischen Partei zu, obwohl sie auch ab und zu eine andere Partei wählen. Was ist das bei Ihnen? Neigen Sie ganz allgemein gesprochen einer bestimmten Partei zu? 41% der befragten Journalisten und Journalistinnen, ja, und Journalist Enz und Journalist X geben an, den Grünen nahe zu stehen. Dazu 16% der SPD und 6% der Linken. Ah, sehr gut. CDU übrigens 8%, also auch nur einstellig, und andere Partei 2%, wer auch immer das wohl sein mag, und keine Partei 23%. Ich bin jetzt mal ehrlich, das glauben die doch wohl selber nicht, oder? Ich glaube nicht. Und damit haben wir tatsächlich ein sehr, sehr gutes Argument. Hier eine gute Premium-Quelle bekommen durch nicht nur Apollo News, sondern natürlich hier durch die Universität in, Ich glaube Dortmund. Ich schaue jetzt hier nochmal. Wir hatten damals, das könnten wir jetzt auch an der Stelle nochmal abgleichen mit dem, was man damals noch herausgefunden hatte mit den Volontären. Ich glaube, da kam tatsächlich auch das gleiche Ergebnis heraus. Ich schaue mal gerade, ob ich hier die Grafik spontan finde. Ihr kennt das ja, ne? Euer Clowny sucht dann immer spontan hier eine Grafik raus. Demo-Teilnehmer. Links? Nee, das sind linke und rechte Straftaten. Ah, dann finde ich es jetzt so schnell nicht. Ist aber gar nicht schlimm. Ja, also ich glaube, die Ergebnisse wurden hiermit noch einmal bestätigt. Für die Leute, die sich an der Stelle interessieren, ja, das ist die Langzeitstudie Demokratie und Journalismus der TU Dortmund. Sie befassen sich jedes Jahr mit Journalisten und ihren politischen Einstellungen, und auch hier 500 Teilnehmer, 41% stehen der Grünen am nächsten. Ach ja, übrigens, vielleicht noch als Ergänzung, ja, nur 1% unterstützt die BSW, 3% die FDP und 8% stehen der CDU nahe. Die Zahl der Journalisten, die sich der AfD verbunden fühlen, ist unterdessen verschwindend gering. Sie kommt unter 1%. In den Studienergebnissen wird sie nicht einmal einzeln aufgeführt. Und wie Apollo News auch richtig bemerken, die Studie macht deutlich, dass die politische Einstellung der meisten Journalisten nicht das Wahlverhalten der Gesamtbevölkerung widerspiegelt. Die AfD, laut Umfragen die zweitgrößte Partei in Deutschland, ist kaum vertreten, während die in Umfragen knapp zweistelligen Grünen unter Journalisten fast die absolute Mehrheit erreichen würden. Übrigens, 74% der Befragten gaben an, dass der Journalismus in Deutschland glaubwürdig sei. Nur 3% stimmen dem überhaupt nicht zu. 2% der Journalisten geben allerdings auch unumwunden zu, so schreibt man bei Apollo News, dass sie erwarten, dass man die Regierungspolitik unterstützt. 40% der Befragten arbeiten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. So, haben wir wieder was gelernt, meine lieben Freunde? Wer hätte es gedacht, die Journalisten sind einfach linke Socken. Ja, etwas Neues, meine Freunde. Also, unser zweiter Gurkenkandidat an dieser Stelle, definitiv der Öffentlich-Rechtliche.